und sein UFC-Titelkampf im Federgewicht. Und hier die Profile der beiden Anwärter auf den Titel im Federgewicht. This man is a Muay Thai kickboxer and jiu-jitsu fighter, holding a professional record of 26 wins, 2 losses. He stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 145 pounds. Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, presenting the challenger, Jose Aldo Jr. And now, champion, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist holding a professional record of 16 wins, 3 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 145 pounds, fighting out of Waianae, Hawaii, presenting the reigning, defending, undisputed UFC featherweight champion of the world, Max Bliss. Championship up. I want you guys to do a clean fight. Follow my orders at all times. Defend yourself at all times. Good luck tonight. Touch gloves. There you go. First one, you ready? Are you ready? Und los geht's. Es geht um sehr viel, nämlich um den Federgewichtstitel. Der heutige Titelkampf ist auf 5 Runden mit je 5 Minuten angesetzt. Ein starker Headkick, wirklich gut gemacht. Oh, ein starker Kick. Schöner Jab. Tolle Kicks. Schöne Kombination. Wow, ein heftiger Headkick. Hier will keiner zurückstecken. Oh, der Kick landet am Kopf. Er landet auf der Matte. Er ist jetzt in der Vollgabe. Starker Punch zum Körper, gut von oben gearbeitet. Was für ein Kick zum Körper. Oh, oh, schöner Kick zum Kopf. Ja, und wieder kommt er hoch. Ja, ja, schöner Roundhouse zum Körper. Stark gemacht, schöner Kick zum Kopf. Starker Haken! Oh, die linke landet im Nichts. Heftiger Ellbogen zum Kopf. Wechselt in die Vollgas. Er schafft es, wieder auf die Beine zu kommen. Und sie gehen auseinander. Oh, der Superman-Punch kommt nicht durch. Oh, der Kick landet am Kopf. Gefährlicher Schlag zum Kopf, aber perfekt geblockt.
Der rechte Haken geht daneben. Oh, großartiger Angriff zum Kopf. Stark, wie er den Käfig nutzt. Tolle Linke, super gemacht. Wow, was für ein Kopftreffer. Er stößt sich vom Käfig ab und erwischt ihn perfekt. Sauberer Headkick. Oh, was für ein Headkick. Und jetzt hat er Probleme. Starker Treffer mit der Linken. Da, jetzt ist es soweit. Wirklich beeindruckend, wie er dieses Ground and Pound durchgezogen hat. Er war fest entschlossen, den Kampf zu beenden, und das hat sein Gegner richtig zu spüren bekommen. Da kommt die Wiederholung. In dieser Einstellung sieht man, wie heftig dieser Kick war. Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Mario Yamasaki has called a stop to this contest at 2 minutes, 56 seconds in the very first round. Declare the winner by knockout and steal the undisputed UFC heavyweight champion. Er bleibt UFC-Champion im Federgewicht.